Das Kart ist bereit für Lektion 3, die Kurventechnik. 10 180-Grad-Kurven gibt es in Dortmund auf der längsten Indoor-Kartbahn der Welt. Hier zeigt sich, wer das Zeug zum Rennfahrer hat. Jetzt fahren wir hier das Stück gerade auf die Schikane zu. Ganz wichtig, außen anfahren, dann nach innen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und so durch die Schikane durch. Rennfahrer Achim streift beim inneren Kurvenpunkt fast die Bande. So fährt er den kürzesten Weg durch die enge S-Kurve. Markus und Heike gelingt der erste Anlauf nicht so perfekt. Sie durchfahren die Kurve zu mittig und verlieren dabei wertvolle Zeit. Ihr seid die Kurve jetzt nicht außen angefahren, sondern ihr seid sie mittig bzw. versetzt angefahren. Mhm. Und wenn ich beim Eingang der Schikane schon innen anfahre, dann passt die ganze Chronologie der Schikane nicht mehr. Wenn du aber jetzt hier hingehst, dann kannst du in die Schikane viel mehr reinschauen. Und das ist das Prinzip, so gerade wie möglich durchfahren. Ja, genau. Ne? Der Weg zu lang. Der Profi hier links oben zieht das Kart ganz nah an der Bande, fast gerade durch die Kurve. Die zwei Anfänger lassen zu viel Abstand zum Kurveninnenpunkt. So gewinnt Achim bereits in der ersten Kurve Zeit. Der zweite Versuch von Heike und Markus klappt schon etwas besser. So, schön weit außen. Ja, nach innen. Wieder nach innen und durch. Nicht nur Achim überwacht das Kurventraining ganz genau. Rennleiterin Anja Müller hat auf 15 Monitoren die komplette Rennbahn unter Kontrolle. Fahrverstöße oder Pannenhilfe, das Kommando gibt die 1,60 Meter kleine Frau. Uiuiui, da ist wieder einer in die Wand gefahren. Ich mache ihm mal die Lampe an, dass wir ihn gesehen haben. Julien! Julien! Wer weiß, jetzt kommt jemand, hilft ihm, da ist er schon. Zack, ist er wieder frei. So, das Rennen ist zu Ende. Wir machen jetzt den Kindergeburtstag. Nein, das ist nicht deins. Das ist seins. So, du bist wer? Fritz. Wo haben wir noch so einen großen? Du, gehst du bitte da rein? Sagst du mir deinen Namen? Jan. Jan. Jan nimmt die 30. Wie ist dein Name? Konstantin mit C. Konstantin mit C, 35. Die sind alle gleich schnell. Die sind nur kleiner, weil du ja nicht der Größte bist. 100 Fahrer rasen hier in Dortmund täglich über den Asphalt. 12 Euro kostet eine 10-Minuten-Fahrt pro Person. Für ein 30-Minuten-Rennen zahlt jeder Fahrer 35 Euro. Den müssen wir anhalten. Der macht beide Pedale gemeinsam, also Gas und Bremse. Aber kannst du auch mal den nächsten anhalten? Der macht das auch verkehrt. Steht der Fahrer gleichzeitig auf Gas und Bremse, läuft die Bremsscheibe heiß und greift nicht mehr punktgenau. Du stehst immer noch auf Vollgas. Du machst Vollgas und trittst die Bremse. Du musst ein Pedal benutzen. Ja? Entweder gibst du Gas oder du bremst. Niemals beide gleich. Hier Gas geben, erst Gas wegnehmen. So, jetzt machen wir weiter. Ist natürlich für die Kinder erschreckend, wenn das Kart auf einmal nicht langsamer wird. Aber denen haben wir das jetzt erklärt, das funktioniert jetzt auch. Die Bahn ist wieder frei für Lektion 4. Ja, jetzt gehen wir mal an die wichtigste Lektion. Was jeder Motorsportler können sollte, ist überholen. Das geht folgendermaßen vonstatten. Du versuchst, deine Überschussgeschwindigkeit vor der Kurve zu erzeugen und dann halt schaust, dass du daneben kommst. Und wenn du innen daneben bist, hast du die Kurve für dich, weil außen hat man verloren. Ich mache es jetzt einmal vor. Überhol den Markus und du, Heike, schaust dir es von hinten an und lernst. So, jetzt haben wir den. Markus, mal schön überholen. Spät bremsen und daneben. Und jetzt verhungern lassen. Markus hat gegen den Profi keine Chance. Nun ist Markus selbst mit Überholen an der Reihe. Daneben, ja, super, und rein.
Das war jetzt nicht so schön. So, Markus, und ab daneben. Schön. Ja. Ein zweiter Versuch für Markus. Dieses Mal ohne Vollbremsung in der Kurve. Auch Heike lässt Markus in der Kurve verhungern. Hast du gemerkt? Du bist innen und Markus hat außen keine Chance. Ja, keine Chance. Das geht nicht. Der Äußere muss nachgeben, ansonsten scheppert's. War ein schönes Gefühl, muss ich ja sagen. Also ein Kerl da abhängen, ja. Keine Chance. Jetzt starten Heike und Markus ihr erstes Rennen. Okay, das große Finale kommt jetzt. Ich beobachte alles und drück euch die Daumen. Die Gegner, zwei routinierte Kartfahrer. Haben Heike und Markus nach nur einem Tag Training tatsächlich eine Chance? Startfrei für drei Runden auf der 1,6 Kilometer langen Bahn. Die erste 180-Grad-Kurve. Heike gibt Vollgas. Heike, toll! Nach der ersten Runde liegt Heike auf Platz 3 vor Markus. Doch auf der Geraden zieht Markus an ihr vorbei. Heike geht die Kraft aus. Sie fällt zurück. Markus hingegen überholt auch den nächsten Gegner und fährt auf Platz 1. Ja, schön konzentrieren und mitnehmen den Speed. Nochmal Vollspeed auf der Zielgeraden. Mit 7,5 Minuten Endzeit fährt Markus als Erster ins Ziel. Heike macht den vierten Platz. Super, hast reingemacht. Danke. Überraschungsmoment ausgenutzt. Zwei waren sich nicht einig. Super. Herzlichen Glückwunsch für den ersten Platz. So werden Rennen gewonnen. Der 24-Stunden-Crashkurs war erfolgreich. Die Grundlagen sind gelegt. Doch für ein echtes Profirennen reicht das noch lange nicht.